Herzlich willkommen zu Satisfactory, dem lieben Kater-Projekt. Mit natürlich dem guten und schönen Patrick. Hi. Wir sind fertig! Wir sind fertig! Los, lass dich da rein abschicken, Patrick. Ganz ruhig. Hast du die Motor schon rausgenommen? Oh, nee. Nee, ich hab das an den Motoren, war ich nicht dran. Let's go, komm, Patrick. Weil ich. Ja, erstmal herzlich willkommen zu diesem exoliven Stream. Exoliven? Was für ein Ding? Zu dem brandneuen Livestream. So, jetzt noch du. Darf ich abstecken? Mach du. Ich war im Match. Vorbereitung. Ach nee, ich hab Schnecken dabei. Ich darf nicht mitfliegen. Ja, Patrick. Sag doch vorher Bescheid. Ich darf eh nicht mitfilmen. Wie schon gesagt, ich hab Schnecken dabei. Das wäre nicht gut. Was wollen wir jetzt? Aus Tier 6 was nehmen. Und zwar die mit den Treibstoff sagen, oder? Die hier. Das können wir noch nicht. Oder? Können wir schon Gummi herstellen? Ja, Patrick. Klar haben wir jetzt damit Gummi freigeschaltet. Ja, nee, wir brauchen vorher die industrielle Fertigung, weil da werden erst Computer freigeschaltet. Ah, fuck. Schade. Ja, heute zu einer neuen Runde Satisfactory. Ich nehme direkt mal die Notzünder raus und dann sprengen wir erstmal einen Stein. Willst du mitkommen? Mach das. Was? Du das. Ja, komm mit. Jetzt müssen wir auch Öl suchen können. Ja, Öl. Hast du alle Sprengdinger? Ja, hab ich. Ich komme. Und ab in den Hyperloop. Ich will auch vielleicht mal schöner bauen. Oh, ist das halt ruckelt erstmal fett. Ja, ich merke, wenn es bei dir ruckelt, ruckelt es bei mir heute auch irgendwie. Hä? Neue. So. Komm mit, Patrick. Wo war denn jetzt der fette Stein? Der war da hinten, gell? Ja. Kommst du? Ich bin doch schon unterwegs. Ah, Stahlträger sind auch nicht so gut aus, gell? Wieder hochspringen. Ey, sie laufen besser als beim letzten Mal. Die Exoskelette sind richtig nervig, die backen wieder raus, gell? Wie mache ich das? Einfach aufladen? Was muss ich gleich machen? Du musst das erstmal dieses Dingsbums, also dieses Handsprengding da, diese Kontrolle nachladen. Musst du in die Hand nehmen. Und dann nachladen. Genau. Und dann schmeißt du das Ding mit der einen Taste und dann kannst du mit dem anderen, danach kannst du es dann sprengen. Mit welcher Taste schmeißt du denn? Ich glaube mit der rechten. Ach ja, halb das Gas natürlich. Was hier schönes? Patrick, guck mal, wie das aussieht. Was hier? Guck mal, komm mal hier hoch, wo ich gerade bin. Wie das hier aussieht. Autsch. Warte, ich muss es mal wieder oben finden. Ja, ich komm doch schon. Was? Das hier, guck mal, das hängt vor der Luft. Ja, das ist ein Dings. Ja, und? Da vorne ist auch ein Bug in der Karte. Da ist ein Stück des Felsens nicht solide gemacht worden. Hier kommst du, Patrick. Nee, ich bin doch schon unterwegs. Schnell die Nüsse mitnehmen. Nüsse nehme ich immer mit. Ja. Ui. Achten wir das Gras, Patrick. Bist du, Patrick? Hinter dir. Ich folge dir unauffällig. Achso. Ich bin immer bereit, dir in den Rücken zu fallen. Haben wir eigentlich jetzt schon 100 Motor? Was? Wir haben sogar schon 80 Motor. Ist doch schön. Wo haben wir denn zusammen? Wir müssen ja trotzdem Plastik und Gummi noch herstellen. Ja, das machen wir später, Patrick. Wir brauchen erstmal mehr Strom. Weil eine Raffin braucht schon 30 Megawatt. Ja. Und eine Pumpe verbraucht schon wieder 20 Megawatt. Wenn wir davon. Ja. Nie hat das nichts, ja. Ja, ist ja. Naja, theoretisch könnte man das auch erstmal nur über Biomassereaktoren einzeln abstellen. Achtung! Die scheiß Dinger, ich bin. Bist du da runtergesprungen, bin ich? Keine Ahnung. Glaube ich, hier muss man lang, Patrick. Wir müssten dahin zum Wasser. Achso, das stimmt hier. Zu deinem Lieblingsort. Wo du gerne ein Kohlekraftwerk bauen würdest. Aber hör, das ist wie eine Feuerspucke. Na komm her. Oh, mach her.
Oh, macht der Fettschaden. Oh, Scheiße. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da oben. Bei den Nüssen. Du hast ihn ja getötet. Ja, aber mit, ich lasse ihn leben oder was? Der Arme. Ich glaube, ihn. Ich glaube, hier will ich ja. Oh. Das, was zu essen geht immer, gell? Ja. Lass mich mal Nüsse essen. Oh, das ist ja die Höhle, gell? Hä? Hab ich das da? Ach nee, ja, stimmt. In der Höhle war dieser doofe Durchgang, stimmt. Der war irgendwo da unten. Hier sind aber wieder Spinnen, Betten. Wir müssen ein Tiefster sein. Ja, da war das zusammen. Ist noch ein Baconpilz? Ich hab ihn gesehen. Ich will ihn haben. Ich höre sie schon. Ja, kommt sie. Oh, verdreck Spinnen. Geh weg. Geh weg. Oh, da müssen wir jetzt einen Weg bauen. Das ist scheiße. Ich will den Baconpilz. Gib mich den Baconpilz. Ach, das haben wir jetzt. Ja, hab ich mal markiert. Darf ich da wohl, oder? Ja, natürlich. So, sind Sie bereit, Patrick? Dann kommen Sie ja. Noch zu mir. Also mit ich der rechten das. Maustaste schmeißen. Ja. Jetzt ein Stück weggehen. Und jetzt nochmal die rechte Maustaste. Was ist dahinter? Was ist dahinter? Oh, das ist gut. Komm mit, Patrick. Was ist das? Oh, das buggt ja voll. Hey, oh, was war Spinnen. Das? Was war das? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, eine große, fette Dux. Da lass mich alle in Ruhe. Da ist eine Schnecke hinter, siehst du sie, Patrick? Eine lila Schnecke. Willst du sie holen? Willst du diese holen, Patrick? Mir ist es scheißegal, wer sie sich holt. Soll ich sie holen? Mach doch, hau rein. Wir sterben. Alter! Und die müssen wir erst erforschen, Patrick. Ja, ich weiß. Hast du noch mal Eisenblatt für mich? Aber ich sehe sie nicht. Hast du Eisenblatt für mich? Hallo? Ja, hab ich. Nee, hier 82. Oh mein Gott, du musst aber erst erforschen, Patrick. Alter, die sieht echt schön aus, gell? Wir müssen sie also die Farben sind auf jeden Fall cooler gewählt als vorher. Komm wieder raus, Herr Patrick. Wollen wir noch ein bisschen erforschen hier unten? Hier gibt's nicht mehr viel. Gut, dann. Hier gibt's keinen weiteren Weg. Das war nur für die Schnecke. Ernsthaft? Ja. Also alles umsonst. Naja, wir haben eine Schnecke. Ja, ich weiß. Ist cool. Was ist das hier? Das ist ein Pilz. Wenn du eine Motorsäge dabei hättest, könnten wir den auch zu Myzel umnieten. Nein, ich will kein Zahnmerz. Kann ich nicht fällen. Hä? Normalerweise sind die fällbar. Oder es sind mittlerweile... Ah, dann sind das die neuen. Um die rum entsteht immer Myzel. Also diese Pilze hier, diese kleinen. Die kannst du aufsammeln und dann hast du Myzel. Oh, cool. Die brauchen wir ja zum Beispiel für die Fallschirme und so was. Wo hatte ich mein Signal hingepackt? Ach da. Gib mal her. Ja, einen. Brauchen wir nicht mehr aufheben. Aber man lasst Samenerz markiert haben. Ja, wir finden das so ist das Samenerz wieder, oder? Ja, ich mache jetzt eine Leitung dahin. Aber warum willst du es abbauen, wenn wir es im Moment noch nicht verwursten können? Das kostet uns nur Strom. Ja, komm. Lass doch abbauen, Patrick. Aber wieso denn bloß? Weil ich das gerne, weil ich das jetzt schon auf Vorrat haben. Mhm. Das ist ja ein Feuerspucker. Na komm. Aua, machst du Fettschaden. Diese kleinen Viecher, gell? Was findest du am nervigsten in dem Game? Am nervigsten. Ja, so also die Spinnen sind schon echt nervig, aber ich glaube am nervigsten finde ich immer dieses, dass das Snapping-Tool nicht so funktioniert, wie es soll. Oh, das ist sogar. Oh, Patrick, ich habe was gefunden, wenn ich hier schnell ja, sehe. Ja, Gas. Oh, ja, diese Kugel, die kannst du vergessen. Alter! Seit wann macht Gas so viel Schaden? Die haben schon immer sehr viel Schaden gemacht.
Die machen aber noch kranker Schaden. So, ich guck jetzt mal, wo Dings ist. Wo Öl in der Nähe ist. Ja, da kannst du schon mal markieren, weißt du. Genau. Also Patrick hat die Ölsuche, dass wir endlich mal die Ölfabrik kriegen. Das dauert mir viel zu lange. Wo bist du? Hallo? Also YouTube, ich bin auf YouTube gerade live und auf Twitch gerade live. Oh mein Gott. 1,4 Kilometer entfernt. Au. Geht doch noch voll. 1,4 Kilometer ist nicht wenig zu Fuß. Ja, im Auto ist das besser. Kauf dir ein Auto, Patrick. Du musst ja den ganzen Weg laufen, oder? Hallo, schon mal was von Umweltverschmutzung gehört? Echt? Ja, aber dann sich beschweren, gell? Das ist eine Abschutzstelle. Aber dann sich beschweren, jo, das ist mir viel zu weit. Das ist mir viel zu weit. Ja, brauchen wir erstmal ein Zugsystem. Hast schon was von Umweltschmutz gehört? Ja, Zug funktioniert mit Strom. Strom passiert. Ja. Und mit unseren Kohlekraftwerken. Erstmal Kohlekraftwerk voll aus, naja, weißt du? Was ist das hier? Ach, hier ist Kupfer. Also. So, perfekt. Au. Aha, nein, fuck. Ey, die ist echt los. Ich hab 21 Computer gefunden. Cool. Was? Wie viel? 21 Computer. Das macht schon mal die Forschung einfacher, gell? Ja. Da sind noch Schrauben. Wir haben noch schwere Moderaten, Rahmen zu Hause, glaube ich, oder? Ein paar müssen wir noch haben, ja. Oh, ein paar Beeren nehme ich immer gerne mit. Schrauben. Ja. Was brauchst du zum Öffnen? 9, 10 modulare Rahmen. Die habe ich sogar dabei. Dann habe ich sogar eine Festplatte für uns. Oh, geil. Guck mal gerade, wie es bei den Kohlekraftwerken aussieht, gell? Oh, da liegen sogar 9. Auch lustig. Das, was du brauchst, liegt daneben. Echt? Ja. Die Lagercontainer sind vollpartig, es läuft alles wieder schön flüssig. Das freut mich. Aber wir brauchen mehr Strom, Patrick. Da unten ist noch so. Oh, es liegen sogar mehr modulare Rahmen hier rum, als du brauchst. Ich freue dich doch, Patrick. Das war's. Ja, natürlich freue ich mich. Ach, ist was? Nee. Alter, wir haben noch so viel. Wir wissen gar nicht mal, wohin damit, gell? Hier, naja. Wo ist er denn? Jetzt muss ich ernsthaft die violette Schnecke, die schöne, seltene Schnecke, muss ich jetzt in die Forschung schmeißen. Ist doch auch cool, gell? Ist ja auch total nett, oder? Oh, ich finde nie das Ding. Wo ist das? Ach da, Beobachtungsturm. Boden zu steil, Boden zu steil. Oh, ich halte hier eine Plattform hin. Immer noch Boden zu steil. Die sind nicht nach dem World Grid ausgerichtet. Das geht ja mal gar nicht. Biomasse habe ich jetzt nicht dabei. Elektroschnecken. Jetzt muss die schöne Ding. Oh, 200 Kabel, Junge, leckt mich doch. Unser schönes Lager, Patrick, gell? Ja. Ist einfach eine Legende. So, und das Ding ist markiert. So, dann mal weiter Richtung Öl. Öl. Oh, Stahlträger kommen, meint Jan. Öl. Ja, ich glaube, Schauer ja, sind wir auch wieder voll. Na, das. Wacht sein, sind wir jetzt auch voll, Patrick. Rotruhen. Rotruhen haben wir nicht mehr ganz. Lass ja, ich da hoch. Lass mich da hoch. Nee. Oh, der Lager sieht ganz gut aus, gell? Mhm. Und einmal da drüber springen, sieht mit Pong aus. Ja, 100%, Patrick. Das ist 100%? 100% Beton wird gerade hergestellt. Hey, warum hat die komplette Fabrik keinen Strom? Weiß ich nicht. Vielleicht deswegen kommen hier so wenig Schrauben an. Das ist kein Wunder, Patrick. Tja. Wenn die komplette Fabrik abgeknallt ist. Dann erstmal alles abschließen. Irgendein Feuerspucker schießt auf mich, ich sehe ihn nur nicht. Das ist nicht auch geil, gell? Oh, das sind sogar zwei. Nee, dann lasse ich diese Nüsse mal ausnahmsweise da, wo sie sind. Was haben wir hier Hübsches? Achso, laufe ich eigentlich noch richtig. Wahrscheinlich laufe ich voll falsch. Naja, ist doch immer so perfekt. Hier haben wir Kalkstein. Den brauche ich aber gerade nicht. Nee, wir haben mehr natürlich als bin ich voll falsch gelaufen.
War mir schon so klar, Patrick, dass du falsch läufst. Ja, wie immer. Eigentlich müssen wir ja genug Schrauben haben, wenn ich mich nicht richtig täuschen kann. Hä, bin ich doof? Nee, okay, alles gut. Alter, dieses Chaos, gell? Alter, was ist denn, was ist das für so laut? Die Musik geht ja gar nicht. Die Musik so laut. Ich krieg einen halben Herzinfarkt hier. Die Musik war ein bisschen laut, Patrick. Ah, du. Die war ziemlich laut. Ich war da voll auf Pulle gestellt, warum auch immer. Weil irgendwie nie richtig das Set für Musik kommt, weißt du? Nee, hier komme ich nicht weiter. Ich nicht, Patrick? Nee. Der Rand der Welt. Ist das Kartenende? Sieht zumindest danach aus. Ja, ob so stimmt, weiß ich nicht, gell? Okay, hier kann ich runter. Ich wette, ich brauche 3-4 Folgen, um wieder zurückzukommen. Ernst, Patrick? Ja, sieht zumindest so noch aus. Oh, da ist eine blaue Schnecke. Eine blaue Schnecke. Das macht natürlich schon mehr. Oh, Hilfe. Schwebel. Ja, was ist das denn hier? Eine Schnecke. Also der Ausflug hat sich schon gelohnt. Schnecke geht immer. Ich weiß. Alter, was haben sie denn da gemacht? Was denn? Naja, da ist ein. Da haben sie Textur einfach nur die Wand hochgezogen. Das sieht voll widerlich aus. Nicht. Ja. Naja, die Karte ist aber auch noch nicht final, so wie ich das verstanden habe. Da unten ist auch eine Schnecke. Ja, muss ich mich mit den Viechern halt anlegen. Macht immer Spaß, gell? Au, au. Viecher anlegen. Schnöckchen. Noch ein Schnöckchen. Yes, jetzt läuft alles wieder, Patrick. Perfekt. Soll es sein, gell? Was leuchtet da? Ich gerade mal 500 Schrauben ran, muss ja nicht genug ankommen. Das ist nur eine Reflexion. Ach, boah. Patrick, ey, ich bin gerade voll um unsere Basis rumgelaufen. Echt? Ja. Alter, wie viel Müll habe ich denn momentan, weißt du? Und man ist einfach mit Müll, gell? Die hat gar keinen Strom, okay. Also ich hätte von Anfang an in die andere Richtung laufen müssen. Also ich hätte erstmal mit dir nach Hause kommen können. Ach, Patrick. Ja. Wenn man zu voreilig ist. Naja, ich habe eine Schnecke gefunden. Ich habe... zwei Schnecken habe ich ja sogar dabei. Und eine Festplatte. Alter, unser Strom wird echt kritisch, Patrick. Also ja, eigentlich müsste ein Kraftwerk müsste eigentlich noch ohne Probleme anschließbar sein. Soll ich mal gucken? Soll ich mal testen? Ich bin sowieso gerade da. Also ich kann gerade mal gucken. Weil wir haben dann so ein, zwei Strömchen-Probleme, weißt du? Strömchen-Probleme? Hast du letztes Mal gesagt? Ja. Also lüg nicht rum. Lüg nicht rum. Alter, das sieht schon geil aus, gell? Oh, fall erstmal in den Tod. Ja, soll ich denn da wieder hochkommen? Ganz ehrlich. Wie soll ich denn da hochkommen? Die laufen. Ich laufe auch. Der ist nur. Ja, das Ding ist nur nicht angeschlossen mit Kohle, ne? Ja. Und da muss ich noch ein Stromnetz an sich anschließen. Zack. Alles klar, Patrick. Wie viele Tickets haben wir eigentlich? Oh, 3 Tickets. Können wir das nächste freischalten, oder? Ja. Wenn wir was Geiles haben. Ich hätte gerne das Fahrzeug. Das wäre ganz geil. Also das kleine Minikart, weißt du? Aber du willst die Dächer, gell? Du willst die Dächer. Ja. Eigentlich wollte ich die gerne haben. Ja, nee, machen wir die Dächer. Ich glaube, Dächer brauchen wir zunächst auch, oder?
Was ist denn hier los? Was macht denn der? So, wir machen nicht genug, Scheiße. Kohle? Wir machen nicht genug, Patrick. Oh nein. Ah, Mist, ist das denn ne, ist nicht angeschlossen. Wir haben endlich Raphaelen, Freunde, gell? Raphaelen? Ja, weil wie heißen die? Raphaelen? Nee, wie heißen die? Raffinerie. Alter, englisches Wort hier, oder was? Nee. Ja gut, noch englische Supporter, von daher auch schon wieder gestorben. Oh. Was so, hä? Huh? Jetzt ist ein Kohlekraftwerk mehr am Start. Ja, jetzt müssen wir Netz mit. Aber wir haben auch Batterien, gell, von daher. Ja, die wurden auch gerade angefressen, glaube ich. Glaube ich zumindest. So, jetzt sind 6 Kohlekraftwerke am Start. Mal gucken, ob das hält. Ohne Batterien oder mit Batterien? Im Moment ohne Batterien. Die Batterien sind noch voll. Oh, die muss ich endlich mal versetzen. Wenn es kritisch wird, ärgere ich mich, dass ich das nicht getan habe. Dann versetze ich ja jetzt. Und der Strom enthält ja gerade noch. Nee, ich will jetzt Öl suchen. Ich will. Soll ich es gleich bauen? Nee, mache ich. Aber heute halt nicht. Ja, wann willst du es dann tun? Nächste Woche Dienstag? Keine Ahnung. Nächste Woche Dienstag streamen will ich. Dann mache ich es halt offstream. Nee. Doch. Machst du ganz ehrlich nicht. Alles mit Stream hier. Ja. Ja gut, dann mache ich halt einen Stream, wo ich einfach nur... Hä? Warum liegt hier eine Kiste? Achso, weil du wieder gestorben bist. Hallo, wo liegt eine Kiste, hä? Hast du ein paar Eisenplatten für mich? Stopp, hast du ein paar Eisenplatten für mich? Warum brauchst du Eisenplatten? Weil ich sonst nicht hochkomme. Hä, du kannst doch hinten hochlaufen. Hinten beim... Nee, beim, Patrick, ich muss da hoch, Du kannst beim Kohlekraftwerk hochlaufen. Patrick, ich muss da hoch. Da. Wo denn? Zu meiner Kiste, weil meine Kiste ganz oben liegt. Da auf dem Berg. Auf welchem? Hä, wer ist denn das geschafft? Ja, ich bin da runtergefallen, damit er auf dieses, wie heißt das Zeug da, gestoßen. Da liegt ja meine Kiste oben. Brauch ein paar Eisenplatten, Patrick. Da oben liegt sie. Ja, so. Moment. Chill mal. Kommst du her, kriegst du Eisen. Okay, ich komm her, wo bist denn du, wenn ich fragen darf? Hier. Ja, ich komme noch. Und extra bleib ich hier so schnell. Mit extra. Oh, bäh. Da ist ja ein Bouncy. Was Bouncy? Wo? Nein! Doch, hör mich. Juhu! Scheiß vorbei. Juhu! Okay, wir sollten mal aufhören mit dem Spielen. Sollen mal arbeiten. Geh Öl suchen, Patrick. Ja, mach ich. 200 Meter. Boah, voll nah an unserer Basis. Ich schick mich voll auf. So, hier ist schon Öl irgendwo. Lass mich einen in Ruhe. Hier, ich kann mir auch Leiter machen. Ich brauch schnell einen Stangen, sonst kann ich mir auch Leiter machen. Könntest du? Vielleicht wäre taktisch kluger, weißt du? Ja. Oh. Diese Rampe regt mich immer noch auf, Patrick. Ich bin auch immer noch weg. Mit Excel ist ganz einfacher, aber ohne Excel ist es natürlich ein bisschen schwieriger, gell? Boah, hier haben wir 2 Öle. Ölquellen. Hä, was ist denn das Ventil? Was ist denn das? Das Ventil ist ein Ventil. Und was macht man mit Ventilen? Auf- und zudrehen. Also kannst du dann die Dinger, die Sachen sagen, wie viel reinpasst du das? Ja, wie viel du weiterleiten möchtest, richtig. Das ist fürs Kohlekraftwerk ganz geil, oder? Zum Beispiel, ja. Man kann aber sagen, ja, da soll nur 500 Kubik oder so durchlaufen. Dafür brauchen wir auch Gummi, Patrick, gell? Ja. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal Motoren. Und Stahlbeton. Und? Bin sofort wieder da. Jo, mach das. Ja, haben wir irgendwo noch Eisenstangen im Lager? Ah, eine Seelenalpe haben wir noch, geil. Hier haben wir noch 50, geil, brauche ich mit Biomasse nur noch. Geil, das ist geil, müssen wir ins Lager rennen.
Lager, 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 Eisen, 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 schön drinnen. 200 Watt. Und wieder da. Moin. Ich habe mir gerade mal Eisenstangen geholt. So. Jetzt sind wir am besten runter. Oh, unser Gebäude ist sehr hoch, gell? Ja. Auf der einen Seite sieht es auch noch voll zerpflückt aus. Ach, der hast du eine bessere Idee. Ich sag ja nur, dass es noch zerpflückt aussieht. Mehr ja, sag ich doch gar nicht. Doch. Alle Treppen sind immer das Schwierigste, gell? Wusstest du, eine Treppe auch runterspringen kannst? Ja, so also links, rechts, links, rechts. Das habe ich immer am Anfang gemacht. Du warst sehr gefährlich, gell? Nö, das geht eigentlich. Achso. Ich kann wirklich so abspringen, so hui, dann batsch, hui, und dann batsch. Weißt du? Einfach vorrücken, vor zurück drücken. Ja. Geht am einfachsten, ne? Wie gesagt, ich mit Sicherheit bin schon wieder gestorben. Wie überraschend. Ja, du, ey. Ich hab die Taktik genutzt, die du mir vorgeschlagen hast. Oh, exklusiv zu einem, das ist so. Ja, was haben wir denn für Custom, meine schon? Wir haben. Oh Gott. Und ich muss noch ein bisschen Stahlbeton herstellen. Ja, aber ganz. Stahlbeton. Oh, jetzt brauche ich Eisenstangen, sonst kann ich ja Eisenstangen, wo seid ihr? Scheint Lager. Ich laufe mal hinter dem Lager rum, gell? Mhm. Da sind Eisenstangen. Ne, verstärkte Eisenplatten, Junge. Wo sind Eisenstangen da? Weiß ich nicht. Junge, musst du gucken. Wir haben das Lager gebaut, du musst es wissen. Ich muss wissen, wo du deinen Kram hinstellst. Ne. Das ist geil, aber drin. Ja. Boah, ich hoffe, das reicht, oder? Ich guck lieber nochmal. Raffinerie 10 und eine Ölpumpe. Ja, ein paar könnte ich noch mehr machen. Oh, fuck, schon wieder gestorben. Dann könnte ich schon anfangen, Plastik oder Gummi herzustellen, glaube ich. Oh, schon wieder, ich bin schon wieder gestorben, Patrick. Junge, was machst du? Sehr viel. Leben am Limit. Ich setz mein Leben in den Tod. Ja, nee, Leben über dem Limit, weil du stirbst ja immer. So. Ich hoffe, es passt von der Tonqualität. Was? Ich hoffe, es passt von der Tonqualität. Da toppen wir doch alle. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob du jetzt zu leise bist. Diesmal gehe ich anständig runter, ohne zu sterben. Ja, irgendwie hast du das echt gut drauf, mich immer zu leise zu machen. Oder dann gleich viel zu laut. Ja, warte mal. Ich hab dich immer... Ja, red mal was. La, la, la. Du bist im gelben Bereich, Patrick. Das ja, reicht ja wohl, perfekt. Oder? Reicht ja wohl für dich, oder? Nee, ich muss in den roten Bereich. Ich bin was Besonderes. Roter Teppich, roter Bereich. Ja, yeah, ja. Yeah. Leider sind schon ganz geil, gell? Oh, das spüre. Oh nein, und dann bitte sterben. Ja, nicht gestorben. Doch. Nee. So, dann brauche ich eine Ölpumpe. Pump mir mal das Öl. Hallo gepflanzt, wie geht's dir? Warte mal. Was, hä? Einmal. Du wolltest das nächste Dächer haben, gell? Ja, wollte ich. Dann nehmen wir die auch, würde ich sagen, oder? Ja. Nur für dich, Patrick. Dankeschön. Aber am Ende haben wir eh alles freigeschalten, oder? Von daher, oder? Ihr sollt Ölpumpe. Und ich sterbe nicht wieder direkt, perfekt. Was mache ich denn heute? So, dann ist hier eine Ölpumpe. Und dann dahinter brauche ich gleich eine Raffinerie, oder? Ist das überhaupt? Ja, wahrscheinlich, oder? Nee, so passt das schon mal nicht. Ölpumpe. Und ich muss es nach oben leiten, direkt nach der Pumpe. Ich hab eine Kiste.
Gefällt mir irgendwie alles nicht so. Ich hab eine Kiste, Patrick. Schön für dich. Dein Ernst? Brauchst du es nicht für mich? Doch, natürlich. Alter, so viel brauche ich gar nicht. Ja, das ist schon wieder schief. Was baue ich denn heute für einen Mist zusammen? Ich nicht. Muss ich mal selber fragen. Dann die Raffinerie. Diesmal passt sie hoffentlich. Hä? Oh, hat die denn noch einen, hat die denn einen Eingang? Hä? Muss ich mit dem Öl vorher noch was machen? Nee, du kannst direkt in die Raffinerie schmeißen. Aber warum hat die denn einen Eingang? Was braucht die denn noch? Hä, der muss doch einen Eingang haben, oder? Nee, die hat einen Eingang für Öl, also für Öl und noch irgendeine Scheiße. Nur keine Ahnung für was. Die hat einen Ausgang und einen Eingang, weißt schon, gell? Oh ja, ich hab's auch gerade wieder falsch rumgebracht. Wie überraschend. Oh, fuck. Du schon wieder runtergefallen. Ja. Aber nicht gestorben. Katerchen. Was ist denn, wenn ich zu schlecht bin? Dann ist das Öl. Ich bin ja zu schlecht für das Game, weißt du? Wetten, dass ich da... Ah ja, natürlich, das ergibt Sinn. Wir können ja auch theoretisch Öl verpacken und können das da reinschmeißen. Oh, fuck. Alter, leck. Alter, dieser Ding, der nervt mich schon ein bisschen, gell? So, dann machen wir hier mal... Hast du Lust, mir Draht zu bringen? Stimmt nicht, ne? Warte. Hast du Lust, Draht zu bringen? Ich hol einfach. So weit bin ich auch nie weg.